Und dann bleibt wirklich hängen. Ja. Wir haben nichts dagegen. Wir haben heute ein Mehrere-Punkte-Programm aufgestellt im Rahmen der Hauswerkstatt. Und es sind noch einige andere Kommandos mit betroffen, die hier ihre Forderung stellen. Und wir haben das in unserem Bereich soweit an alle Strafgefangenen. Wir rufen zum Generalstreik auf. Ab Donnerstag, den 30.11. nimmt kein SG mehr die Arbeit auf und verbleibt auf dem Verwahrraum, bis folgende Forderungen erfüllt sind. Forderung: Generalamnestie, darunter alle Staatsschulden entfallen, Gespräch mit der Presse und vom neuen Forum sowie mit Vertretern der Motorregierung. Die volle Auszahlung unseres erarbeiteten Geldes, wobei nur die Verpflegung sowie die Kosmetik abgezogen werden. Wir fordern den gesetzlichen Jahresurlaub. Lasst euch von den SV-Angehörigen nicht provozieren oder einschüchtern. Wendet bitte keine Gewalt an, denn dann ist alles umsonst. Sollte man unsere Forderung nicht akzeptieren, dann treten wir in Hungerstreik. Denkt daran, wir haben nur die eine Chance. Wir sitzen alle in einem Boot. Wir arbeiten hier für Billiglohn, während die Obersten die Millionen veruntreuen. Abschließend verlangen wir die sofortige Abänderung aller Paragraphen und Gesetze des Strafgesetzbuches, die Würde des Menschen in Frage stellen. Hervorzuheben seien dabei einschließlich alle Paragraphen 40 bis 51 sowie 238, 249 gesamt. Das sind erstmal diese Grundforderungen, wobei noch einige ausstehen, die dann in einzelnen Gesprächen dann noch von den jeweiligen Strafgefangenen gestellt werden. Darf ich Sie fragen, wie Sie heißen und wo Sie hier untergebracht sind? Ich bin in der Hauswerkstatt untergebracht. Mein Name ist Koch Udo. Sie sind sich sicher bewusst, dass das Konsequenzen haben kann, dieser Aufruf? Da bin ich mir drüber bewusst, aber ich bin frohen Mutes. Draußen werden Demos gemacht, wo auch gegen die Leute nicht mehr vorgegangen wird, so wie das jahrelang der Fall war. Aber ich kann mich damit einfach nicht mehr einverstanden erklären, dass ich jahrelang kriminalisiert wäre aufgrund meiner Vorstrafen, obwohl ich im Nachhinein sagen muss, dass ich von Seiten des Staates kriminalisiert wurde und nicht aufgrund meines Verhaltens. Warum sind Sie hier inhaftiert? Weil ich ein Motorrad unbefugt benutzt habe. Und wie lange sind Sie inhaftiert worden? Also ich habe mit der Amnestierestrafe 1987 habe ich eine Gesamtfreiheitsstrafe von 21 Monaten und 27 Tagen. Und wie lange sitzen Sie jetzt hier schon? Seit dieses Jahr April. Es hat ja draußen eine politische Wende gegeben, das haben Sie ja auch schon erwähnt gerade. Wie weit haben Sie denn das Gefühl, dass die politische Wende hier drin auch schon gegriffen hat? Wie gesagt, das kommt nur zum Ausdruck aufgrund unserer Forderungen. Also Wende kann man hier überhaupt nicht sprechen. Hier wird alles zerdiskutiert und alles verschönigt, alles drum und dran. Aber geändert hat sich jetzt in dem kurzen Zeitraum nichts, in keiner Weise. Sie haben sich jetzt als Sprecher betätigt. Gibt es denn eine Gefangenenorganisation, eine Organisation der Gefangenen, die ein Sprachrohr der Gefangenen ist? Nee, aber es ist eine einhellige Meinung. Also die spiegelt sich in den Forderungen wieder, diese Meinung. Wäre das dann auch eine Forderung, eine Gefangenenvertretung zu installieren? Ja, sicher. Ja, sicher. Auf jeden Fall. Sicher. Ja. Bis jetzt ist es so gewesen, dass niemand den Mut aufgebracht hat, weil mit Willkür von Seiten der SV gerechnet werden musste. Und nun nehmen wir ja an, jetzt, wo man, wie proklamiert wird, zumindest draußen, gesagt wird, dass jeder offen alles sagen kann und dass vieles geändert werden soll, dass das auch für Tunnel zutreffend ist. Darf ich Sie auch fragen, wie Sie heißen und wo Sie arbeiten? Ja, mein Name ist Jan Schronald. Ich arbeite ebenfalls in der Hauswerkstatt. Wie lange sitzen Sie hier schon? Seit einem halben Jahr. Haben Sie jetzt diese Gelegenheit genutzt, dass hier Presse anwesend ist, um Ihr Anliegen vorzutragen? Das ist mehr Zufall gewesen. Wir sind gerade vor der Mittagspause, wir wollten auf unseren Arbeitsplatz und haben uns hier stehen sehen. Ja, aber wem wollten Sie diese Mitteilung machen? Also wie wollten Sie damit an die Öffentlichkeit treten? Also ich muss dazu sagen, das ist jetzt der reine Zufall gewesen. Wir haben dieses Platz, es ist heute woanders auf anderen Kommando auch schon darüber diskutiert worden, über diesen Streik. Und wir haben gerade eben in der Hauswerkstatt, das gesamte Kommando, hat das zur Kenntnis genommen, dass ab morgen bzw. ab heute Feierabend nichts mehr unternommen wird, also keine Arbeit mehr aufgenommen wird, bis sich hier wirklich was geändert hat. Das heißt, dazu möchte ich sagen, dass die Hauswerkstatt ist ziemlich verantwortlich auch für alles, was hier drin so passiert, jetzt wie
Havarie und sowas. Und dass das allerdings aufrechterhalten wird. Also dass da, wenn da jetzt irgendwas ist, dass da dran gearbeitet wird und dass dann sich, dass das alles weiterläuft. Die Versorgung muss stimmen und keine Gewalt sollte angewendet werden. Das ist unser Appell an die Strafgefangenen, keine Gewalt. Und dass eben auch alles weiter diszipliniert verläuft da drin, sonst haben wir nicht erreicht und wir haben damit auch nicht erreicht. Wir wollen wirklich das so, wie das hier verlesen wurde schon, dass das sich eben doch alles ändert. Aber es hat eine Amnestie gegeben. Es sind die entlassen worden, die politische Motive hatten für bestimmte Straftaten. Können Sie damit nicht einverstanden sein, zufrieden sein? Nee, ich sitze auch wie im Paragraph 48. Der Paragraph 48, das heißt, besagt die Meldepflicht. Ich musste mich regelmäßig in der Woche beim ABV melden, dienstags. Und ich habe das anderthalb Jahre lang habe ich das getan. Und irgendwann kam dann der Tag, wo ich gesagt habe, nee, jetzt ist der Schluss. Ich glaube, wir beenden das jetzt erstmal. Sie haben sehr viel Zeit jetzt bekommen dafür. Ich würde ganz gerne noch wissen, wie Sie heißen, wenn Sie bereit sind. Das Kreuzmann René, auch hier Hauswerkstatt. Und Sie vielleicht auch noch Ihren Namen sagen, wenn Ihnen... Jörg Schwinder, Hauswerkstatt. Dankeschön. Wir bedanken uns auch. Auf Wiedersehen. Mir soll das gleich sein. Wenn Sie es veröffentlichen. Ja. Ja, das ist, was soll ich dagegen sagen? Ja. Ja, es gibt eine ganze Reihe Dinge, die die Strafgefangenen bewegen. Nicht gerade diese Fragen. Nicht? Und wir könnten natürlich dazu sagen, viele hatten 1987 die Chance. Alle wurden entlassen, bis auf eine ganz geringe Anzahl von Strafgefangenen, die also absolute Gewalttäter mit großer Öffentlichkeitswirksam waren. Das war wirklich nur eine Handvoll. Und die haben alle die Möglichkeit gehabt, sich seit 1987 in der Fortfolge zu bewähren. Auch mit diesem, Zopf, der da hinten dran hing, nämlich diese Strafe wird verbüßt, wenn sie wieder straffällig werden, also den, was ihnen amnestiert wurde. Ich habe ihnen gesagt, mein Haus ist hier voll, nicht? Und die haben es nicht genutzt, die Zeit. Und das müssen wir versuchen, jetzt auch den Strafgefangenen deutlich zu machen. Natürlich auch muss die Zentrale darüber nachdenken. Sie muss darüber nachdenken. Aber ich meine, das ist doch schon ein unglaublicher Vorgang. Hier rufen vier Gefangene zum Generalstreik auf und sie stehen dabei. Das hätte es vor einem halben Jahr, wäre das doch wahrscheinlich mit harten Konsequenzen abgelaufen. Oder läuft das noch so ab? Werden die vier jetzt in Einzelhaft genommen diszipliniert? Nein, ich hatte heute schon mal gesagt und aufmerksam gemacht, wenn wir reingehen in das innere Sicherungsbereich, die Strafgefangenen sind gegenwärtig auch in Bewegung. Ich will das mal so sagen. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich Strafgefangene in dieser Richtung artikulieren. Ja? Aber wir müssen jetzt erstmal mit den Gefangenen reden und müssen ihnen klar machen und deutlich machen, dass ein Generalstreik, was bringt er? Er bringt für den Strafgefangenen erstmal nichts. Dann könnten sich die Strafgefangenen, wo wir gerade drin waren, Bäcker, die Köche, solidarisieren. Also gibt es nichts zu essen. Es könnten die Strafgefangenen, die hier in dem Fernheizwerk arbeiten, ebenfalls streiken. Also ist keine Wärme. Also es gibt eine Reihe Unsinnigkeiten in diesem Streikwillen oder Streikgedanken. Und da müssen wir versuchen, mit den Gefangenen, das wird jetzt in den nächsten Stunden losgehen, ins Gespräch zu kommen, nicht? Und ihnen diese Unsinnigkeit klar zu machen. Und ihnen zu sagen, ordentlich und ruhig zu arbeiten, ihre Forderung aufzumachen. Und ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe alles das, was die Gefangenen bis dato zu der Frage Amnestie geschrieben haben, alles weitergeleitet. Alles weitergeleitet. Nicht? Und nun müssen wir haben nur die Aufgabe, jetzt hier wieder Ruhe herzustellen. In ganz normaler, friedlicher Art und Weise. Aber ist nicht das Problem aufgetaucht und ist deutlich geworden, dass die Gefangenen keine richtige Möglichkeit haben, sich zu artikulieren? Also sie müssen auf diesem mittelmäßig halblegalen Weg dann doch an die Öffentlichkeit treten. Wäre es nicht sinnvoll, dann auch den Gefangenen eine eigene Vertretung mit eigenen Wahlmöglichkeiten zuzugestehen? Die Strafgefangenen hätten das gekonnt, wenn sie, oder können das heute noch. Sie brauchen sich nur deutlich zu machen und dem aktiv für Ordnung und Disziplin ihre Forderungen, die sie haben, zu übergeben, um dann diese Dinge an uns, also an den Leiter der Einrichtung, Leitung zu übergeben, damit wir dann dementsprechend weiter reagieren können. Ich kann hier keinen amnestieren, nicht einen. Nicht? Das obliegt mir nicht, da brauche ich also den Beschluss des Staatsrates oder wer immer eine Amnestie erlassen kann. Dürfen die Gefangenen sich denn organisieren? In welcher Form meinen Sie jetzt organisieren?
Dass sie jetzt zum Beispiel eine Organisation plötzlich bilden würden oder gründen würden, um hier sich zu artikulieren, das ist entsprechend dem Gesetz nicht möglich. Das ist nicht mehr, aber darüber auch kann man nachdenken. Aber es kann nicht so sein, dass hier eine Gefangenenorganisation sich bildet, die also absolut gegen die Ordnung im Strafvollzug auftritt. Sie haben Strafvollzug 30 Jahre mitgemacht. Sie wissen, wie die Zeiten gewesen sind und wie sie heute sind. Das, was heute vorgefallen ist, wie wäre man damit früher umgegangen? Ja, das ist schwierig zu sagen. Sicherlich, wie Sie erstens da schon sagten, hätten wir erstmal diese vier Strafgefangenen isoliert und hätten sie vielleicht sogar auch diszipliniert, entsprechend den Möglichkeiten unseres Gesetzes und keine anderen Dinge. Also keine willkürlichen Maßnahmen. Wir hätten dort die Dinge sicherlich, die Strafgefangenen zusammengenommen und mit ihnen dann über diese Probleme gesprochen. Und dann auch sicherlich diszipliniert. Was heißt das? Was heißt das im Einzelnen? Was heißt isolieren und was heißt disziplinieren? Also isolieren heißt, so viel sie erstmal von den Strafgefangenen der Gesamtmasse wegzunehmen, in einen Verwahrraum zu bringen und dann ganz ordentlich über den zuständigen Erzieher diese Dinge dann zu bearbeiten. Und wenn hier Strafgefangene hier dabei sind, die jetzt absolut Kampf wäre falsch zu sagen, aber alles zu unternehmen, um absolut Unruhe reinzubringen, um andere Strafverfahren in die Mitte zu bringen und sie zu veranlassen, Gesetzwidrigkeiten zu begehen, dann müssen wir natürlich wirksam werden und auch reagieren. Aber so reagieren, dass wir den dann aus der Gesellschaft, der Gemeinschaft der Strafgefangenen isolieren und ihn dann ordentlich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen auch disziplinieren. Und Disziplinierung ist bei uns also Aussprache von einer Missbilligung über den Reduzierung des Einkaufssatzes bis hin zur Arrestdurchführung. Also bis zum Arrest, gesetzlich geregelt, bis zu 21 Tagen. Einzelhaft. Arrest. Das ist Einzel drin, ja, der Strafgefangene, aber es wird nicht als Einzelhaft bezeichnet, sondern als Arrest im Sinne des Strafvollzugsgesetzes. Fürchten Sie einen Aufstand jetzt? Nein. Nein. Ich würde so sagen, es wird eine Reihe von Strafgefangenen geben, die sich hier solidarisieren und die Arbeit niederlegen. Meine Aufgabe wird sein, wenn Sie heute hier die Einrichtung verlassen haben, mit den Strafgefangenen Funktionären, ich sage also die Strafgefangenen mit besonderen Aufgaben und Verantwortungen zu sprechen und ihnen deutlich zu machen, dass diese Handlung, die sie begehen, für sie nichts bringt. Wer soll jetzt eine Amnestie für ihn sofort, diese Forderung, die er gerade brachte, sofort Amnestie? Das geht doch nicht. Das ist gar nicht machbar. Also muss weiter gearbeitet werden. Ihre Forderungen werde ich dementsprechend an die Zentrale weitergeben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, in diesem Bereich ist die Administration des Vollzuges. Das ist mein Stellvertreter Vollzug, die Vollzugsgerichtsstelle, also die ganze Arbeit, die hier durchzuführen ist in der Strafzeitberechnung, die ganze Administration der Wiedereingliederung der Strafgefangenen werden also hier in diesem Trakt durchgeführt. Ich würde Sie bitten, dass wir jetzt mal in den Mehrzwecksaal gehen. Ich möchte hier zu dieser Kirche etwas sagen. Kirche deswegen, weil sie damals bis 1904 in dieser Strafvollzugseinrichtung mitgebaut wurde. Und sie wurde damals zur Kaiserzeit, wir wissen das ja, gebaut, weil zur damaligen Zeit Zucht und Ordnung und Gottesfürchtigkeit herrschte. Und dann brauchte man natürlich auch in jeder Strafvollzugseinrichtung, damals Zuchthaus oder Gefängnis, ein Gotteshaus. Und der obligatorische Gottesdienst war hier Pflicht, die Teilnahme. Und ich will Ihnen noch sagen, hier im Vorfeld, wo wir auf dieser Ebene stehen, waren noch mal bis zur ersten Bank ein Zaun gezogen. Und hier im Vorfeld saßen die Beamten mit ihren Familien. Zur gleichen Zeit mit den damaligen hier im Zuchthaus untergebrachten Strafgefangenen, zur gleichen Zeit beim Gottesdienst.
zwei Fortgewanderte, die sind krankgeschrieben. Sie sind im Verwahrraum heute nicht zur Arbeit gegangen. Warum nicht? Weil ich krankgeschrieben bin. Was haben Sie? Was für eine Krankheit? Eine Rückenverzerrung. Haben Sie das hier zugezogen bei der Arbeit? Auf Arbeit, ja. Und wie ist das bei Ihnen? Ich habe Morgenleiden, schlimmes Auge. Ja. Und das ist ja auch krankgeschrieben. Wie ist das normalerweise, Ihr Alltag? Wie beginnt das morgens? Früh mit dem Aufstehen. Wann? Ja. Halb sechs Uhr. Ja, ich aufstehe, wecken ist um vier Uhr früh. Um vier Uhr, dann waschen und so, fertig machen. Ja. Dann gibt es früh Kaffee rein, eine Muckefuck, dann geht's zur Arbeit. Und wo arbeiten Sie, in welchem Bereich? SBO 2. Das nennt sich Schwerpunktobjekt 2, das ist von Fortschritt Landmaschinenbau. Und was machen Sie da im Einzelnen? Ja, das ist verschiedene Arbeiten, Dreharbeiten, Stanzarbeiten oder... Ja, Einrichtarbeiten so. Also Maschinenarbeiten viel, größtenteils. Bitte, Herr Schäfer, kommen Sie vielleicht erstmal. So, wir befinden uns hier jetzt in der HO-Verkaufsstelle für Strafgefangene, in dem Büro des Brigadiers, des Abrechners. Ja, ich glaube, so bin ich richtig. Ja. Und diese Strafverfahren mit die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Waren ordnungsgemäß präsentiert werden, also die Präsentation der Waren. Und auch die Waren dann an die Strafgefangenen zu verkaufen. Das vielleicht mal als Grundtenor der Tätigkeit dieser Strafgefangenen, Herr Schäfer. Wie ist das, was bieten Sie hier an? Oder was wird am liebsten gekauft? Ja, am liebsten gekauft, frequentiert wird billiger Tabak, Schwarztee. Kaffee mehr oder weniger, weil das eine Frage des Geldes ist. 8,75 Mark kann sich also nicht jeder Strafgefangene und das jeden Tag leisten. Man frequentiert den Kaffeeausschank mehr. Wir verkaufen Kaffee, die Tasse 0,33 Inhalt komplett für eine Mark. Dazu liegt eine Kalkulation da, die von seitens des Handelsbetriebes abgezeichnet wurde und von seitens der SV. Von dem Herrn Oberstleutnant Starke, verantwortlich Ökonomie, also für Recht befunden wurde. Und wir verkaufen also schwarz, die Tasse für 90 Pfennig, komplett für eine Mark. Das wird stark frequentiert, wir verkaufen im Schnitt am Tag 500 bis zu 1000 Tassen. Das war früher mehr, weil es früher also Tee und Kaffee nicht im Rohzustand gab. Aber heute haben die Strafgefangenen die Gelegenheit, selbst zu brühen. Auf die einzelnen Verwahrräume und daher ist dieser Kaffeeausschank auf dieses Maß zurückgegangen. Sie verkaufen auch Konserven? Wir verkaufen auch Konserven. Alles. Fleisch, Wurst, Fisch, alles. Auch im Rahmen für jeden Geldbeutel. Denn es ist unterschiedlich, was die Strafgefangenen hier verdienen. Die einen haben mehr, die anderen haben weniger. Und es ist also für jeden Geldbeutel etwas da. Es gibt Fisch von 1,20 1,60 bis 2,90, 3,90 Ölsardinen. Sie können sich dann von den Waren, die unten in die Regale eingebaut sind, selbst überzeugen von dem Angebot. Das ist ein ständiges Angebot und wir bereichern unser Sortiment mit Frischware insoweit, dass wir also zum Beispiel seit von Dienstag Nachmittag in zwei Rundgängen bis gestern Mittag 620 Bratwürste verkauft haben. Mehr ist im Moment nicht drin. Mehr Ware bekomme ich nicht. Und dann sind auch die Kühlmöglichkeiten, was also Hygiene ist ja dabei groß geschrieben. Es darf ja nicht so sein, dass hier Ware, Frischware an die Strafgefangenen weitergegeben wird.
die dann also dazu führt, dass irgendwelche Krankheiten auftreten, also durch Überlagerung bzw. durch Verderb. Ich muss auch schnellstmöglich an die Strafgefangenen dann raus. Aufgrund dessen heute keine Bratwurst. Dafür kommen morgen, hier ist die Bestellung für den morgigen Tag, morgen kommen 800 Paletten und 200 Schnitzel. Das sind dann die Kühlmöbel, wo zurzeit im Moment ist nur Käse, morgen kommen frische Ware. Also morgen kommt Frischkäse wieder, aber Käse ist zurzeit also in ausreichenden Mengen vorhanden. Zumindest bis morgen. Hier sind Schinken, die für die Aufschnittwochen benötigt werden und die jedem Strafgefangenen ohne Ausnahme zugänglich sind, wenn sie bestellt werden. Das ist zurzeit das Kuchenangebot. Morgen kommt Torte, Punschling 3,50 Mark, Schokolängen 4,80 Mark, Quarktorten 100 Stück zu 7,10 Mark. Mehr ist im Moment nicht drin, also bestellungsmäßig. Aber wir haben also der Billigware, das zum Beispiel, das ist schwarzer Krauser Tabak, das sind Kilopakete, werden gekauft. Zurzeit sind wir nicht in der Lage, Frischtabak, wir standen also vor der Alternative, entweder bis zum Februar keinen billigen Tabak anzubieten oder auf das Angebot von Unitas Schwerin einzugehen, 2 Tonnen Tabaklose einzukaufen und diesen selbst zu verpacken. Wir haben das Risiko auf uns genommen, haben für 50.000 Mark losen Tabak gekauft und tun jetzt diesen Tabak also abpacken, Vakuum verpacken zu 300 Gramm. Der Beutel kostet 7,50 Mark. Das sind 300 Gramm, daran kann man praktisch 300 Zigaretten drehen. Sie sind unzufrieden, so hört sich das an. Wieso? Wir sind nicht unzufrieden, aber draußen wird demonstriert, draußen wird verändert. Hier trennen uns die Leitung nicht für nötig, die Leute, wir werden als dritter Klasse behandelt. Aufzuklären, was ist draußen los? Nichts, gucken Sie an, die haben um Millionen verschoben. Wir sitzen wegen 200-300 Mark in Hafen verbrechen. Wegen 16 Mark habe ich gekriegt. Da kriegen wir zwei Jahre und 300 Mark. Die haben die Gesetze gemacht. Verstehen Sie das? Die wissen genau, was da drauf steht. Die haben einen Keller voller Wein. Ich habe 2 Bullen Schnaps geklaut, kriegt 2 Jahre. Was ist mit dir dort oben? Die lassen uns krank schreiben. Mit einer Arroganz wird man hier behandelt. Verstehen Sie das von oben herab? Das wird eine Stunde Arbeit kosten. Dann hätte man die Leute in die Kirche holen sollen. Da hätte man ein paar Sprecher von draußen. Wir sind doch auch Menschen. Noch hat man uns doch nicht die Staatsbürgerschaft aberkannt. Wenn wir auch geklaut haben, wenn wir auch Scheiße gebaut haben. Aber trotz alledem sind wir Menschen. Was haben Sie gemacht? Ich habe zum Beispiel Schnaps geklaut. Ich gebe das zu. Ich bin vielleicht nicht regelmäßig arbeiten gegangen. Aber dafür, ich habe einen Mittäter gehabt. Der hat nun Eltern, die in der Partei sind. Der hat den 10-fachen Schaden von dem, was ich gemacht habe. Der kriegt Bewährung. Ich, zu mir wird gesagt, weil ich vorbestraft bin, 2 Jahre Freiheitsentzug, 2 Jahre von der Amnestie offen, 4 Jahre. Da hat man mich laufen lassen. Da hat man zu mir gesagt, Sie kriegen eine Karte. 3-mal in der Woche hat man mich verhaftet, eingesperrt, nach einer Stunde wieder laufen lassen und hat sich kaputt gelacht. Wissen Sie, was das bedeutet, draußen rumzulaufen? 4 Jahre am Arsch. Da haben die sich zerfetzt darüber, diese Polizisten. Die, die heute wieder die Uniform anziehen.
Die dürfen die Leute schlagen auf die Reviere, verstehen Sie das? Da wird in der Zeitung geschrieben, keine Beweise da. Da hat man eine Untersuchungsgruppe gebildet, die endlich mal untersuchen soll. Die, jetzt ist es mal so weit, dass sogar hier rein jemand kommt. Gehen Sie doch mal in die Verwahrräume, gucken Sie das mal an, die Scheiße. Gucken Sie mal das Essen an, das wird immer schlechter. Versprochen und wird, ja, es wird geändert. Nicht. Heute haben wir auch Informationen erhalten, dass morgen hier in Schafer-Bautzen Streik angesagt ist. So, nun wurde ich rumgegangen mit Zettel, wer sich beteiligen tut. Wir haben die Forderung besagen, besseres Geld, mehr Essen, Verpflegung, Arbeitsbedingungen. So, und gleichzeitig wurde aber dann gleich damit wieder gedroht, naja, wer nicht geht, wird sehen, was passiert. Also schon Drohung von vorne rin schon. Der Streik beinhaltet, wir wollen keine Gewalt, wir verabschieden die. Aber wir wollen endlich als Menschen genauso wie draußen behandelt werden. Für was gibt es im Gesetz Aberkennung der staatsbürgerlichen Rechte? Da hat ja keine nicht einer. Man nimmt uns nicht schon voll. Und dann wurde auch gesagt, wie Paragraph 48, dass das wegfallen sollte. Uns informiert hier kein Erzieher, was nun wirklich mit ist, ob das wegfällt, der Paragraph 47, PN 12. Wir kommen raus, wir werden von Inneres beauftragt. Sie sind ein Jahr unter innerische Aufsichtsschicht. So, und sie müssen sich uns fügen. Sie müssen gut machen. Wir machen doch hier drin gut unsere Arbeit. Wir arbeiten doch hier, wie die Urmenschen, kann man sagen, schippen. Wie die Verrückten. Glauben Sie denn, dass die politische Wende jetzt hier drin auch... Hier drin hat sich schon nicht geändert in der Wende für uns. Wir kriegen die Zeitung zu lesen und da heißt, letzte Zeitung ist gut. Es ist doch nicht so viel verlangt, dass die Leute von der Leitung sagen, von jedem Kommando fünf Mann. Wir holen zwei Leute von draußen, die klären euch auf klipp und klar, das und das sind wir in der Lage zu ändern, das und das können wir in die Wege leiten. Da ist doch der Knaster zufrieden. So, wenn Sie mir erstmal schreiben, bitte. Stört nicht, der Film stört nicht. Das ist der Laborbereich, bitte. Das ist eine stationäre medizinische Einrichtung. Zu dieser Einrichtung gehört natürlich auch ein Bereich Funktionsdiagnostik. Zu dem Bereich Funktionsdiagnostik gehört das klinisch-chemisch-hämatologische Labor. Das ist dieser Bereich, den wir jetzt betreten. Da können Sie ruhig mal weitergehen. Das geht dann links in zwei Arbeitsräumen weiter. Also arbeitsorganisatorisch aufgeteilt, je nach Aufgabenstellung der einzelnen labordiagnostischen Untersuchungsverfahren. Und hier werden im Prinzip also alle laborchemischen, klinisch-chemischen, hämatologischen Untersuchungen durchgeführt, die für eine Diagnostikfindung entsprechender Struktur unserer Einrichtung erforderlich sind. Die Geräteausstattung. Die Geräteausstattung ist ausschließlich Produktion, also Inlandsproduktion. Wir verfügen über kein NSW-Geräte. So, wir befinden uns hier auf dem sogenannten, also für uns ist das der Ambulanzgang. Einmal hier der septische OP, von dem Oberstleutnant sprach. Und hier in dem Gang schließen sich dann die Sprechzimmer an. Das ist unser kleiner Operationsraum, den wir hauptsächlich für die ambulanten medizinischen Eingriffe und kleinen Operationen hier verwenden. Gleichzeitig können wir hier einen Patienten, der im akuten Zustand kommt, auch hier erstmal lagern. Wir können mit Infusionen versorgen, wir können hier mit Sauerstoff Beatmung geben. Ja, naja, was haben wir noch dazu sagen hier? Wir haben ja auch zwei Zivilangestellte, Schwestern hier in dem Bereich, die die Sache betreuen.
Hier werden allerdings nur Strafgefangene behandelt. Keine von Personal von der Einrichtung. Was für Operationen müssen Sie so durchführen hier? Naja, wir haben ja nun eine Vielzahl kleiner Verletzungen durch den Arbeitseinsatz in Betrieben, wo mit Schneiden und Sachen, also Arbeitsunfälle, dann kleine infizierte Sachen wie Furunke, Karbunke, Entzündungen, die geschnitten werden müssen, Nagelentfernungen, Fingerzehennagelentfernungen. Das ist so das eigentlich. Ja. Also die kleinen Sachen, die ja. Ohne dass eine Anästhesie in Form einer Narkose notwendig ist, können wir, also Vollnarkose können wir in unserem Haus nicht machen. Es wurde schon gesagt, dass einige Ärzte von Fachrichtung fehlen. Der Facharzt für Anästhesie, einschließlich eines Chirurgen, der fehlt uns natürlich hier sehr, weil wir die mittleren Operationen, die kleinen und mittleren, die jetzt nur einer qualifizierten Narkose bedürfen, in unserem Haus nicht machen können. Fährt er nun rein oder nicht? Ja. Ach.
ohne dass sie uns geweckt haben. Wir gehen ja davor. Ja, morgen auch. Ja. Der Schieber war nicht weg. Ja. Morgen.
Bitte. Deswegen habe ich schon gefragt, dass jemand zur Toilette sitzt. Das ist der kleinste, ja? Ich muss jetzt mal so sagen, nicht? Ja. Und was umfasst das Freizeitangebot so, lieber ich? Ja, Freizeitangebot, ich finde, es gibt neue Vorschläge. Neben dem Fernsehen, Tischtennis, Scout spielen, Schach spielen, im Sommer ein bisschen Volleyballturniere auch draußen organisiert, ja? In den Bereichen und dann auch im großen Bereich, ja? Diese Turniere organisiert. Und dann Plattenspieler ausleihen können, nicht? Es gibt mal neue Gedanken, dass man das ein bisschen anders gestalten kann jetzt, ja? Nur das muss man aufgreifen, nicht? Ja, das ist das Problem manchmal vom Anlehnen, ich muss mal so sagen. Gibt es auch so Gedanken neu zu gestalten? Mit die Stühle, ja? Was ich Ihnen sagte, mit Hocker, wo es in anderen Einrichtungen Stühle gibt, dann fällt das so weg. Das hier dient jetzt, das Telefonierverbot.
Naja, es gibt natürlich im Strafvollzug, dass Strafverfahren sich detailliert, nicht? Und es kann natürlich gesundheitliche Schäden davontragen. Deswegen diese Erklärung auch nicht. Ich meine, wo wahrscheinlich auf engem Raum Menschen sind, nicht? Dass man sich schnell detaillieren. Und wir wünschen und wir tragen dazu bei, dass keine Detaillierung. Deswegen auch hier in der Aufnahme diese Erläuterung. Das ist, das nennt sich Aufnahme. Ja. Der Bereich, ja, wo die Strafgrenzerstärkungen werden damit vertraut gemacht. Ja. Es gibt aber trotzdem Tätowierung dann, nicht? Steht denn Tätowieren unter Strafe oder wie stellt man das vor? Es stand, früher gab es auch extreme Tätowierung mit der Bitte, extreme Tätowierung, wenn notwendig auch entfernen zu lassen, ja? Und wenn die Bereitschaft vorlag, nicht, war das auch möglich, nicht? Aber an der Tätowierung haben wir natürlich auch disziplinarisch gehandelt. Ja. Ja. Also so offen muss ich sprechen, nicht? Okay, danke. Und das ist jetzt der, das ist, was passiert hier? Das ist die Aufnahme und mit Wiedereingliederungskabinett haben wir in einem Raum organisiert, weil wir der Auffassung waren, mit der Aufnahme muss die Wiedereingliederung geschehen, nicht? Weil ich dachte, es erleichtert der Vollzug und von der Höhe der Strafen, nicht? Die ist ja unterschiedlich, beginnt mit einem Monat Haftstrafe bei mir, nicht? Bis 6 Monate und bis 2 Jahre, nicht? Ist das notwendig, sie sofort damit vertraut zu machen, nicht? Mit der Wiedereingliederung. Nicht? Wir wollten das erst nicht einrichten, aber wir haben das hier voriges Jahr hier eingerichtet, nicht? Und im Nachbarraum, ich will es mal so sagen, fand die Einweisung gleich in bestimmte Produktionsprobleme mit den Fragen, mit denen sie vertraut gemacht werden, in den Betrieben, wo sie arbeiten. Hier Produktionsberatung, Kranfahrerlehrgänge, die hier durchgeführt werden und anderes, nicht? Sachen vorbereitet werden, ausgearbeitet werden, konkret die einzelne Planung der einzelnen Erzieher, was läuft an zentralen Veranstaltungen, Maßnahmen. Hier drinnen wird vorbereitet auch die ganze Problematik Zirkeltätigkeit mit, was so den einzelnen Leuten unterliegt, was im Freizeitbereich mit reingehört. Und im Prinzip ist das das Arbeitszimmer. Was ist denn so eine zentrale Veranstaltung? Also Instruktionsstunden, wo dann allgemeine Belehrung, Auswertung bestimmter Vorkommnisse oder Erscheinungen innerhalb der Brigaden durchgeführt werden, ja, wo unzumutbare Zustände von Seiten Strafgefangenen oder Seiten Strafvollzug insgesamt ausgewertet worden sind. Ausgewertet wurde dort Produktionswettbewerb. Dort drinnen werden durchgeführt in der Vergangenheit, zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr, politaktuelle Gespräche. Darin wurden durchgeführt auch sichere Sachen wie Schallplattenvorträge oder Buchlesungen und so weiter. Was steht denn unter politaktuelle Diskussion? Das waren spezielle Themen, die vorgegeben waren. Entsprechend diesen Themen wurden stichpunktartig vorbereitet von den zuständigen Offizieren Staatspolizeierziehung und allgemeine Bildung, die dann in Form einer Diskussion innerhalb der Strafgefangenenkollektive durchgeführt wurden zur Thematik, wo dann aktuelle Bezüge aus der täglichen Politik, aus dem täglichen Leben mit eingeflossen sind. Aus der aktuellen sozialistischen Politik? Ja.
Herr Hoffmann, weshalb sind die jetzt alle leer, die Zellen? Also im Einzelarrest haben wir zurzeit in der letzten Frage gar nicht mehr. Ich hatte das ein bisschen vorgegeben, nicht jetzt auf 30 Sekunden, dass wir durch weniger Gefangene, das hing mit dem Arbeitsprozess zusammen, doch ein bisschen mehr Freizeitarrest ausgesprochen hatten. Ja. Ich hatte einen im Einzelarrest, gestern kam die Bitte, wurde gestellt, die zwei auch, war es eine Forderung, aus dem Freizeitarrest zu nehmen. Der Sache haben wir auch Rechnung getragen, nicht? Es war einer, der war wohl tätlich geworden gegenüber einem anderen Strafgefangenen, andere war mit Detaillierung, das schätze ich falsch sage, ja? Nicht. Und wir waren auch zurückliegender Auffassung, Einzelarrest nur bei schweren Vorkommnissen gebraucht zu machen, nicht? Weil der Einzelarrest, ich darf das nochmal so sagen, wir sind Nutzer, der ist hier eingerichtet worden unten damals. Das Objekt war in einer ersten Baustufe hängen geblieben. Sollte erweitert werden. Und da war auch mit vorgesehen, neben einem weiteren Produktionsgebäude innen, Erweiterung medizinischer Bereich, um die Röntgenstation mit reinzubekommen, nicht? Weil wir auch Strafgefangene zum Röntgen bald rausfahren. Nicht? Das war geplant, aber ist im Moment nicht weitergegangen. Deswegen dieses Professorum hier, so muss ich das sagen. War auch Disziplinargebäude in einer anderen Form geplant. Ja. Ja? Wie war das hier früher mit der Belegung? Wir hatten im Durchschnitt die Belegung Normalkapazität mit 512 und hatten sie auch so in den letzten Monaten gehalten. Wir lagen nicht drüber. In diesen Zellen? Ja. Nein, das einer. Achso. Hier, das sind Arrestzellen, wo bloß einer rein darf. Ja. Ja? Wie ist das früher mit der Belegung dieser Arrestzellen gewesen? Schon immer so. Nur einer. Ja. Freizeitarrest wurde gemeinsam gemacht. Ja. Nicht? Ja, aber nicht hier drin, der vorne. Heute sind die Zellen ja vollständig leer. Das ist ja vermutlich nicht immer so gewesen. Nee, ich hatte auch Einzelarrest. Ich muss das so sagen. Das gab es auch. Aber nicht, dass zwei oder drei Mann im Einzelarrest ja. sind, sondern nur einer. Nicht? Und wir hatten das sehen Sie hier vorne auch, die so besagten unsere Weisung, wurde das hochgeschlossen. Hier diese, das mit dem Bett, nicht? Und nachts wurde ausgegeben die Liege, das können Sie vorne auch noch, das Liegekissen, ich will es mal so sagen, nicht? Können Sie hier leider mal sehen. Jetzt sagt der Wolf Herrmann, und deshalb sind wir ja hier in der Arrestzelle 005, sei er mindestens einmal geschlagen worden nachts. Können Sie sich das vorstellen? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil Arrest darf an für sich allein nicht geschlossen werden. Das ist eine Weisung, dass wenn mal was auftritt, die Arrestzelle in Absicherung geschlossen wird. Nicht von der Ordnung her. Nicht? Deswegen ist mir das schwerhaft. Und dass einer der Aufseher runtergegangen wäre und dann... Gibt's nicht alleine. Gibt's nicht alleine. Weil das auch gesonderte Schlüssel sind. Nicht? Mehr kann ich nicht sagen. Nicht? Er war nicht im Einzelarrest, sondern hier vorne abgesondert, zur Klärung eines Sachverhalts. In der Zelle hier? Das sind hier hinten Einzelarrest. Und hier ist Absonderung. Und ja. zur Klärung eines Sachverhalts kam er hier in eine Absonderungszelle. Nicht? Ja. Das kann ich dann vorne noch zeigen, die Unterlage ist vorne, nicht? Ja. In der Akte. Nicht? Alles sauber. Ja. Dort vor der Öffentlichkeit, ja. Das ist eine sogenannte Ausmischungszelle. Da wurde gerade gesagt, diese Zelle wird abgeschüttet. Ja. Aber da müssen wir was am Lunder dazu. Wir hatten, wir bekommen auch Selbststeller. Selbststeller, die sich ja. selbst stellen. Ja. Und die kommen manchmal in einen sehr angetrunkenen Zustand. Ja. Ich muss das mal so sagen. Und da hatte ich festgelegt, so ein Sanitäter mit herein.
Er muss hier rein, nicht? Weil manchmal gibt es da auch sehr unliebsame Probleme, dass hier auch eine Hilfe sofort notwendig ist. Das war das Problem. Aber wir haben sie überhaupt nicht belegt mehr. Ich kenne keinen Selbststeller. Es sind ein paar getrunken gekommen, aber wo es nicht notwendig war. Nicht? Ja. Es gibt ja welche, die schlafen ein und manche, die wollen mit dem Kopf durch die Wand. Ja? Nicht? Das ist das Problem. Also so oft muss ich das ansprechen. Nicht? Bei uns ist gestern zur Sprache gekommen, dass in solchen Zimmern die Häftlinge an Händen und Füßen angekettet waren und eben oft angewiesen sind auf die SDVE, wenn sie auf die Toilette gehen müssen. Die müssen eben rufen. Ansonsten machen sie sich ein. Es ist für uns oder unter den Strafgenannten heißt es hier das Kosmonautenzentrum, weil sie eben an Händen und Füßen festgemacht haben. Und eben, wie sagt man so schön, ein Schwebebett. Das ist gestern hier zur Sprache gekommen und. Muss man mal sagen. Wie gesagt, wissen, wer das muss konkret werden. Ja, das stimmt nicht. Das wurde noch konkret. Wir haben eine gewisse Kommission gestern gebildet. Ich kann Ihnen nicht über alles Auskunft geben. Ich bin der Hausälteste im Prinzip für. Das könnte man noch. Er wollte sich ja noch sowieso mit mir unterhalten. Und ich fordere ja noch sowieso, dass die einzelnen Kommissionen daran teilnehmen. Weil das gestern zur Sprache gekommen ist. Und wir wollten eben das Zimmer auch zeigen. Und Erläuterungen geben wir dann noch dazu, und Sie haben es ja schon im Prinzip erklärt. Also ich das, muss doch sagen, ja. Das kenne ich nicht und ist keine Weisung von mir. Ja. Nicht? Weil, also das muss ich zurückweisen. Nicht? Deswegen habe ich diesen Sanitäter mit drin. Wenn hier jemand so, wie sagt man, hier mit Alkohol volle Bulle kommt, nicht, wird zwar Mediensten vorgestellt, aber dann wird er hier reingenommen mit einem Sanitäter und wird nicht angeschlossen. Weil das stimmt nicht. Also hier ist ja angeschlossen worden ist uns auch nicht bekannt. Aber eben dieses Zimmer hat dazu früher mal gedient. So müssen wir das sagen. Also in letzter Zeit, ich bin ein halbes Jahr jetzt hier inhaftiert, ist es uns nicht bekannt geworden, dass irgendein Strafgefangener hier angekettet worden ist. Aber die Strafgefangenen, die länger da sind wie ich, ist gesagt worden, dass es hier hinten auch schon der Fall war. Ist denn für Sie oder für Sie, Herrn Hoffmann, auch mal vorstellbar, dass es einzelne Aufseher gibt, die sowas tun, ohne dass es eine entsprechende Anweisung gibt? Oder dass man hier nicht alle in einen... Weil ich lege auf so ein Problem so ein großes Wert, weil es Verfügungen gibt. Und diese Verfügung, wenn jemand in Arrest geht, Einzelarrest, Freizeitarrest oder hier in der Ausnüchterungszelle, die unterschreibe ich. Und werden auch von Meddiensten mit absigniert und einen Durchschlag... Dazu habe ich an den Staatsanwalt für Strafvollzugsaufsicht zu schicken. Und das wird von mir auch gehandhabt. In jedem Fall, das sieht auch die gesetzliche und weisungsmäßige Bestimmung vor. Nicht? Und dass ich kann jemanden, wenn jemand handgreiflich wird, eine Handschelle anlegen. Das ist gestattet. Auch dazu ist eine Dokumentation erforderlich und nachweislich. Nicht? Oder wenn jemand so wild um sich schlägt, ist es auch möglich, nicht, wenn erforderlich, eine Fußfessel. Hat alles gegeben in zurückliegenden Jahren, aber in der letzten Zeit überhaupt nicht bekannt. Nicht? Dazu wurden Verfügungen direkt gefertigt. Ja. Seit wann gibt es das alles nicht mehr? Ja, ich kenne nicht einen Fall, dass einer hier drin war in den letzten 2-3 Jahren. Kenne ich nicht. Es sind einige Betrunkene gekommen, Selbststeller, die wir nicht hereingebracht haben, die wir beim Mildienst ausnüchtern ließen. Ich sage es mal so deutlich. Ja? Nee. Das, wie gesagt, 2-3 Jahre her, aber es gab solche Fälle. Wir sind ja Erstäter, Strafvollzug. Und mir wurde gestern gesagt, ich soll euch die erste Zelle mit zeigen. Wir haben ja gedacht, dass heute viele im Prinzip sie später kommen und dass wir die Gelegenheit haben, dass wir alle dabei sein können. Aber wenn noch die Fragen, oder wenn Sie noch Fragen haben, mir die beantworten sollen, bitte ich darum, dass mehrere dabei sind. Und da wurden eben solche Sachen eben doch angesprochen gestern. Und dass ich das ruhig zeigen soll, wenn ich bloß alleine dabei bin. Ich bitte mir immer, dass dann auch Namen genannt werden, wer da gemäß sein soll. Weil auch wird ein bisschen auch was Falsches manchmal dargelegt, nicht? Also wo es Entstellungen gibt. Und das muss man selber klarstellen. Nicht? Ich habe das erläutert, wie wir das zu dokumentieren haben. Nicht? Und das habe ich gehandhabt und das habe die Dokumente unterschreibe ich persönlich. Nicht? Der Leiter. Im Auftrage auch, Leitervollzugsdienst, das gibt es auch, aber ich muss sie wegschicken, die Dokumente. Ja? Ich sage mal, es ist ja auch nur noch ein offenes Zeichen dafür, dass wir hin und her diskutieren müssen. Ich habe verschlossene Türen.
Amnesty! 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 Amnesty!